Hallo, willkommen zum heutigen Stream. Wir haben kurzfristig ein bisschen umdisponiert, weil ich gesehen habe, Tacos mit der Hackfleischfüllung haben wir schon gemacht. Jetzt machen wir eine Taco-Pizza. Hört sich ein bisschen lustig an. Das hat der Sohn aber letztes Mal gemacht. Und es war überraschenderweise sehr, sehr lecker. Wir werden das jetzt mal versuchen nachzukochen. So, genau. Mal ganz kurz das runterziehen. So, passt. Ja, genau. Also, wir fangen an. Eine Pfanne und einen Topf brauchen wir. Und das Tablet noch schnell einschalten. Leider komplett aus. Ja, Renzen, hallo, schön dich zu sehen. Pünktlich wie die Maurer. Schau, gerade im Augenblick habe ich gestartet. Und hier noch schnell mein Tablet anschmeißen. Das war leider aus. Für den Chat am Herd. Display, Ruhezustand niemals, genau. Dann brauchen wir noch Twitch, habe ich auch. Den brauchen wir hier. Den Chat brauchen wir. Jetzt passt, oder? Ja. Genau, wir mussten ein bisschen umdisponieren, Renzen. Da wir die Tacos, sprich in Spanien sind ja die Tacos die Enchiladas, sprich die Tortillas. Also umdisponieren geplant war ja Tacos mit so Hackfleischfüllung, aber das haben wir schon gehabt. Tacos sind im Spanischen eben die Tortillas, die haben wir damals auch selber gemacht, also auf YouTube gibt es den Stream bereits. Und wir machen heute eine Taco-Pizza. Hat der Sohn vor kurzem gemacht. War überraschenderweise wirklich super lecker. Konnte mir gar nicht vorstellen. Und das ist auch so irgendwie so ein Gericht, so, ja, wo man also mal wirklich auf die Schnelle zaubern kann. Und auch dabei eben wieder schauen kann, was habe ich im Kühlschrank. Und sich also mit den Zutaten ziemlich offen ist, was man alles dann auf seine Taco-Pizza drauf macht. Genau, wir fangen an, in unserem Fall machen wir Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Hackfleisch, das ist was wir auf, und Käse natürlich. Und anschließend, vielleicht kennt es der eine oder andere vom Italiener, oh, ich sollte mal noch das Bild wechseln, oh Gott, Jensen sagt auch nichts, ich bin immer noch am Herd hier. Was? Olaf A.K. Erik. Achso, jetzt das Olaf A.K. Erik. Hallo, schön, dass du reinschaust. Danke, es geht gut. War den ganzen Tag halt wieder auf dem Golfplatz. Muss ich immer noch umschalten auf den anderen. Jetzt, sorry Leute. Jetzt sind wir hier. Okay. Wie gesagt, ganz kurz. Olaf, also wir wollten eigentlich gestern, habe ich erzählt, dass wir Tacos machen, gefüllte Tacos. Gibt es aber schon. Hier ist zum Beispiel das Rezept dafür. Den Stream findet ihr auf YouTube. Also Tacos sind ja dann die Tortillas eigentlich in Mexiko, versteht man da drunter. Und ich habe das mal gegoogelt, woher der Name kommt. Also vermutet wird, dass es was mit dem Bergbau zu tun hatte, weil die so kleine Backerl gemacht haben mit Sprengstoff, um das zu explodieren und die Tacos ja auch klein ist, zusammengerollt und auch eine gewisse Schärfe haben. So muss das irgendwie mit dem Namen entstanden sein. Und das war eben das Rezept für Tortillas mit Hackfleischfüllung. Die Tortillas haben wir selber gemacht. Das ist also aus Weizenmehl, ein bisschen Wasser, auch dünne Fladen rausgebraten und da unsere Füllung gemacht. Und haben einen Guacamole-Dip dazu gemacht. Deswegen wurde das heute gecancelt und wir machen eine Taco-Pizza.
So, Messer brauchen wir. Können wir mal Vollgas am Herd. Am Herd habe ich schon einen kleinen Topf mit Wasser. Habt ihr vielleicht gerade eben noch schon gesehen. Den benötigen wir. Also wie gesagt, Olaf, am Anfang, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das ist jetzt so eine Sache, wo man ziemlich schnell zu Hause auch mal wirklich mit anderen Zutaten nachkochen kann. Ihr habt kein Problem mit dem Teig. Die Tacos werden nur nachher auf dem Backpapier ausverteilt. Drüber das alles, was ihr habt, Käse drüber, Backofen und schon kurz drauf ist eigentlich die Pizza fertig. Was ist das? In dem Fall heute die Tacos nach. Also das sind die normalen Chips. Es geht nur darum, Tacos in Spanien, also in Spanien sage ich schon, bei den Mexikanern versteht man Tacos unter diese Fladen. Da habe ich gerade welche da. Der Sohn isst die gerne, dass ihr euch darunter vorstellen könnt. Diese Wraps oder Tortilla heißen die eben in Spanien. Und hier sagen wir fälschlicherweise Tacos dazu, ja. So, das sind diese Tortillas, ja. Und man sagt so Tacos dazu, ja, ist aber eben nicht ganz richtig. Und damals im Stream haben wir Tortillas gemacht und diese Pfannkuchen haben wir eben auch selber gemacht. Hat Roggenstroh Teig gemacht. Boah, bin ich komplett überfragt. Cäsar, hallo, schön, dass du reinschaust. Also, wir hatten gerade das vor kurzem, haben wir einen kurzen E-Mail-Verkehr gehabt mit einem Zuschauer. Und zwar ging es darum, weiß es leider nicht zuzuordnen gerade, die Calzone nachgekocht und hat also die hat die Calzone nachgekocht, bei der Calzone, wo wir gemacht haben, den Teig selber gemacht haben. Und sie hat dann, oder er, wie gesagt, ich weiß jetzt leider nicht, wollte dann wissen, was eigentlich der Hintergrund ist vom Pizzamehl. Also es gibt anscheinend im Einzelhandel, selber ist mir noch gar nicht aufgefallen, Pizzamehl, ja. Und jetzt der Unterschied ist so, also in Italien kriegt man wirklich Mehle, da steht dann drauf Pizzamehl, Pastamehle, die sich alle ein bisschen unterscheiden. Und die Mehle, die wir so bei uns im Handel bekommen, da liegt der Klebereiweißanteil bei 7 bis maximal 9%. Und das ist eigentlich zum Pizzamachen nicht so gut. Da geht es eben darum, beim Ausrollen, dass sich das immer wieder zusammenzieht. Und dafür ist dieser Klebereiweißanteil maßgeblich verantwortlich dafür. Und ein richtig tolles Pizzamehl ist, wenn ihr Mehl habt mit 12,5 bis 14% Klebereiweißanteil. Und diese Mehle gibt es eben, ja. Bei uns jetzt müsste mal irgendwo, ich habe jetzt noch nie groß danach geschaut. Auf jeden Fall sind das die Mehle, die sich am besten eignen, von Pizza zu machen. Und jetzt kommen wir zu der Frage zu unserem Roggenschrot. Also Roggenschrot dafür ist extrem schwierig dafür geeignet, weil natürlich der Kleberanteil extrem gering ist gegenüber diesem Top-Pizzamehl, wo es gibt. Italiener müssen wir sein. So, für unsere Pizza schälen wir die Tomaten und entkernen sie wieder. Für die das noch nicht gesehen haben, wir schneiden ganz klein den Strunk unten raus. Gibt es ganz, ganz viele Gerichte, wo man eben geschälte, entkernte Tomaten verwendet. Beziehungsweise gibt es auch sogar Speiserestaurants, die ihre Tomaten auch schälen. Also wenn es einen Tomatensalat gibt oder sowas, die ihre Tomaten vorher schälen. Und das zeige ich euch, wie man das macht. Wie gesagt, ich habe es schon öfters gezeigt. Wir schneiden den Strunk so klein wie möglich raus und machen hier oben ein Kreuz rein. Wobei wir versuchen, die Tomatenhaut wirklich nur dünn einzuritzen. Also keine tiefe Schnitte, sondern wenn es geht, nur so oberflächlich einschneiden. Leutlein Schrippe, hallo. Olaf, das meintest du nicht, den muss ich nochmal kurz lesen. Nidi, wenn man dich als Koch...
Eben, das war ja das Problem, dass du, wenn du, ob eine Pizza macht, wenn man es mit Roggenschrot, meinst du belegen, oder? Nicht Teig herstellen, oder muss ich nochmal hinterfragen. Wolltest du den Teig aus Roggenschrot? Ja, glaube ich eigentlich nicht, dass das funktioniert, ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Da hast du einmal schon mal das Problem, dass du durch die Kerne bedingt den Teig schon mal gar nicht dünn ausrollen kannst. Ha? Hier kocht mein Wasser schon. Aber es käme einfach auf den Versuch an. Selber habe ich es nicht probiert. Ich selber kann mir es extrem schwierig vorstellen. Also wie gesagt, ich kann mir es extrem schwer vorstellen, weil erstens mal der Teig wird ja nachher dünn ausgerollt oder sollte dünn ausgerollt werden, sofern du diese italienische Technik beherrschst, wo der Teig ja dann durch die Luft fliegt. Ja. Dann ist fraglich, wenn du das eben doch in einer Art und Weise beherrschen sollst, ob diese Kerner nicht dann Löcher reißen in deinen Teig. So. Ja, also ein paar Teigrollen. Aber Olaf, probier es einfach aus. Kommt auf den Test drauf an. Und dann gibst du uns doch bitte Bescheid, ob das eine Alternative wäre zu unserem. So, wie gesagt, Tomaten haben wir schon vorbereitet. Brauchen wir eine Schüssel mit kaltem Wasser. Noch besser ist eine Schüssel mit. Ja, suchen da. Ach, machen wir doch hier rein. Eine Schüssel mit Eiswasser sogar. Warum Eiswasser? Ja, das hat jetzt zwei. Also die Tomaten wären jetzt, um zu schälen. Na, da haben wir es. Um die Tomaten überhaupt schälen zu können, werden die jetzt ganz kurz in kochendes Wasser geschmissen. So, und um den Garprozess dann so schnell wie möglich wieder zu unterbinden, wird die Tomate dann eben, nachdem sie ganz kurz im kochenden Wasser war, in Eiswasser geschmissen, eben um die Temperatur so schnell wie möglich wieder runterzubringen, dass die Tomate nicht unnötig weitergart. Und durch den krassen Temperaturunterschied, die Haut auch schon... Halt, falsche Schublade. Hier ist doch nicht... Und so. Und durch den Temperaturunterschied die Haut auch aufplatzt. So, bevor ich es vergesse, ich habe mir ein bisschen Kopf gemacht wegen unserem Giveaway-Stream, welches Datum das sein könnte. Jetzt schaue ich gerade mal. Tipp. Und zwar Sonntag, der 1. Oktober. Genau, Sonntag, der 1. Oktober. Hätte ich vor, diesen Giveaway-Stream zu machen. Notiert euch vielleicht nochmal rechtzeitig, dass er den Termin euch frei hält. Wäre schön, wenn viele da sind und jeder vielleicht irgendwo ein bisschen was abbekommt eben von unserem oder von meinem geplanten Giveaway. Das wäre genau. Samstag ist der 30. und der 1. Oktober wäre der Sonntag dann. So, wir schalten zum Herzkranz um das zu zeigen, wie wir unsere Tomaten jetzt dann. So. Wasser kocht schon. Mache hier noch ein bisschen. Ich glaube, kommt Familie heim vom Golfen. Die mussten heimlaufen. Ja. Hi. Mit was? Bist du gerade vor 10 Minuten angefangen? Es ist 18 Uhr. Ja, der Sohn kommt heim, fragt schon, ob das Essen fertig ist. Gut, das sind Kinder. So, großen Löffel, na, das wäre noch besser.
Also, umgeschalten habe ich, genau. Also jetzt gehen hier ganz kurz die Tomaten rein. So, es gibt Leute, die machen das auch, also wie wollte ich vorher zu Ende zu führen. Ein Speiserestaurant kann es durchaus sein, dass man einen Tomatensalat bestellt oder Tomaten beim Salat dabei sind, dass die auch geschält sind. Das hat einen gewissen Standard, sage ich mal. Wobei es auch so ist, dass die Tomatenhaut also extrem schwer verdaulich ist auch. Also so wie die Paprikahaut auch. Ja. Und das ist einmal so der Grund, warum man das macht. Schaue ich da immer ein bisschen. Oft sieht man schon auch, dass die Haut irgendwo ein bisschen so einplatzt, aufplatzt. Das ist genau der Punkt dann, wo die Tomaten dann schon wieder aus dem Wasser raus dürfen. Weil was wir nicht wollen, ist, dass die Tomaten dann so matschig werden. Ja? Es geht nur um, dass die Tomate dann durch das Erhitzen und Abschrecken die Haut einfach leicht abzuziehen ist. So, reicht es schon? Und ganz kurz noch. Unten am Strunk vor allem sieht man oft dann, dass die Haut eben so ein bisschen einreißt, aufplatzt. Und das ist genau der Punkt dann, wo man die Tomaten aus dem heißen Wasser rausnehmen. So, jetzt passt schon, genau. Also hier gleich in mein Eiswasser rein. Ja, was ich fast die Schüssel gar nicht. Ja, geht schon. So, durch das, dass unser Teig ja diesmal aus den Tacos besteht und die Pizza dementsprechend also auch nicht lange in den Ofen muss, weil ja wir keinen Teig haben, der durchgebacken werden muss, ist es halt wiederum wichtig, dass die Zutaten, die wir auf unsere Pizza oben drauf packen, dass die alle schon gut vorgegart sind. Also im Ofen wird das Ganze höchstens vielleicht noch 5 bis 10 Minuten sein, um einfach den Käse zu schmelzen und die anderen restlichen Zutaten, die wir drauf packen, nochmal zu erwärmen. So, und da wir ja auch sofern keinen Boden haben bei unserer Pizza, sondern eben durch der Boden aus Tacos besteht, müssen wir auch schauen, dass unser Belag verhältnismäßig trocken ist. Also wir können nicht so eine Tomatensoße, wie man es kennt, von der normalen Pizza drunter zu schmieren. Deswegen mache ich auch die Kerne raus aus dem... Schaust du? Bist du hier, oder? Achso, die Mama kommt heim und schaut gleich, wo ich zu sehen bin, damit sie was hinter dir steht, dein Prosecco schon. Ich bin gerade an meinem Arbeitsplatz, nicht am Herdfeuer. Und wie ging's euch? Gut sogar. Oliver? Ja, was willst du jetzt von mir? Nichts. Ah, ja. Familie kommt, der Junior kommt heim und schreit Hunger, toll. So, und jetzt kann man, seht ihr schon? Jetzt warte ich mal kurz, bis hier Familie noch ein bisschen. Genau, also ihr seht, jetzt kann man hier die Haut ganz leicht schälen. Das geht mit einer normalen Tomate, die nicht ganz kurz im Wasser so ganz leicht abgekocht worden ist, nicht. Ja klar, wie ihr Butter kauft. Jetzt könnt ihr doch mal Hallo sagen kurz in die Kamera, oder nicht? In die Kamera, habe ich gesagt. Moin, moin. So. Der letztere war meine Frau und die erste war mein Sohn. Rot, ja, ist rot, ja. So, sieht man gerade die Mama im Bild? Nein, sieht man eben nicht. Oder hat man nur ganz kurz gesehen. Einmal nett lächeln. So was für Kamerascheu ist, du Unglaubliche. Da. So. Und wie hat die Mama gespielt? Auch gut, oder was? Ja? Ehrlich? Toll. Der war natürlich ausgeschlafen, gell? Der konnte gut spielen. So. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wenn er jetzt sagt, oh, den Reis, was er so macht zu Hause, das ist ein bisschen langweilig. Wie könnte man den Reis zu Hause ein bisschen aufpeppen?
Zum Beispiel mit so Tomaten, was wir hier gerade machen. Jetzt werden es gleich noch entkernt und in kleine Würfel geschnitten. Und diese Tomate, eben diese geschälte, entkernte, in Würfel geschnittene Tomate, heißt in der Küchenfachsprache, die ja französisch ist, oh Gott, ein bisschen schweres Wort. Nein, bin ich nicht, oder? Jetzt warte ich wieder, weil es hier gerade scheppert, ganz kurz. Ja, und Verzeichen. So, das geht gleich in den Müll. Da ist er. So, genau. Meine Familie stört euch nicht, ja, aber die fühlen sich gestört durch euch. Ja, die sind so beide so kamerascheu. Kommen immer nicht hier rein. Wo ist die Kamera an? Da gehe ich auf der Seite. Dann tipp, 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 tipp. Wird die durch die Küche getänzelt und versucht. Ja, tschüss. Also jetzt kommen wir zurück. Wenn ihr Reis zu Hause kocht und den ihr gerne mal so ein bisschen optisch ein bisschen aufwerten wollt, also beziehungsweise nochmal anders. Diese geschälten, entkernten Tomaten, in Würfel kleingeschnitten, nennen sich in der Küchenfachsprache, die eben französisch ist, Tomate concassé. Also wenn der Küchenchef zum Gesellen, zum Lehrling hingeht, er braucht von 10 Tomaten Tomate concassé, weiß der genau, was er zu tun hat. Und diese Tomate concassé, also sprich die in geschälte, entkernte, in kleinen Würfel geschnittene Tomate, ist zum Beispiel, gerade immer wenn ihr Reis habt und diese Würfel ein bisschen untermischt, optisch, da euren Reis ein bisschen eben aufpeppen könnt. Es kam auch letztes Mal die Frage, jemand isst gerne Tomatenreis, aber ihm wird das nicht so richtig. Dann habe ich ihm empfohlen, also unter den Reis dann Tomatenmark zu mischen und eben diese Tomatenconcassé noch mit zuzüglich mit unterzumischen. Und jetzt haben wir dann nachher auf unserer Pizza auch Tomaten, aber wir haben schon mal nicht zu viel Feuchtigkeit, ist eben für die Variante Pizza, wo wir heute machen, nicht besonders gut ist, wenn die Füllung, sprich unser Belag, feucht ist. Und was noch zu beachten ist bei den Tomaten, ihr dürft sie nicht vom Strunk nach oben halbieren, sondern sie muss quer halbiert werden, damit dann, weil oft haben die ja 3 oder 4 Kerngehäuse, jetzt haben wir hier 3, und wenn ihr das so halbiert, ihr nicht jedes Kernhaus aufschneidet, und so sehen wir wirklich von oben alle Kerne, können die dementsprechend auch gut rauspulen. So. Man kann dann auch hergehen, wenn man die letzten Kerne nicht so gut rausbringt, die ein bisschen rauswaschen noch, oder sich auch von den 1-2 Kernen eventuell nicht stören lassen. So. Dann lege ich es auch meistens auch immer gleich auf den Küchenkrepp, dass die dann eben noch ein bisschen abtropfen können. Also, wie gesagt, 1. Oktober, Sonntag. Wann haben wir hier Straßenfest, Angie? Hier, nicht Straßenfest. Marktsonntag? Ah, 1. Oktober, oh ja, also. Also doch nicht 1. Oktober. Ich höre gerade, die Frau, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ist gerade dabei und hat sich so einen Food Truck, also kein Food Truck, sondern einen Food Trailer hergerichtet. Und da hat sie jetzt ihren ersten Einsatz, höre ich gerade, am 1. Oktober. Mhm. Also dann 1. Oktober, dann gehe ich davon aus, dass es 7. Oktober wäre der nächste Sonntag. Also 7. Oktober, unser Giveaway-Stream dann. Wo kann man die Tomaten noch gut verwenden? Es gibt zum Beispiel eine Suppeneinlage, die besteht aus, also eine Einlage, die man hernimmt, um in eine klare Fleischbrühe reinkommt. Das ist dann abgekochter Reis und diese Tomatenconcassé, also sprich in kleinen Würfel, in kleinen Würfel geschnitten. Diese Suppe nennt sich dann Rinderkraftbrühe Matrilen. Also Matrilen ist diese Garnitur dann in kleingeschnittene Würfel, eine geschälte, entkernte, in kleine Würfel geschnittene Tomate und abgekochten Reis. Da kann man das zum Beispiel hernehmen. Oder wenn ihr generell euch an diesen Kernen stört, kann man die auch super in die Bolognese reinmachen. Ne? Oder eben, ihr schält sie nur, weil ihr ja mit der Haut auch nicht klarkommt, wenn ihr Salat macht. Oder was auch nett ist, habe ich letztes Mal schon gezeigt,
diese Stege, die könnte man jetzt auch noch mit dem Löffel oder mit dem Messer rausschneiden. Und wenn man dann irgendwie kalte Platte macht oder ein Buffet, weil Gäste kommen, kann man hier schön dann in diese ausgehöhlte Tomate Gemüsesalat einfüllen, einen Fleischsalat einfüllen, irgendwelche Dips einfüllen, wo jeder dann irgendwie einen bekommt. Da hat man also ganz viele Varianten, was man dann hier den Gästen präsentieren kann. Und der sieht, oh Mann, schau mal, eine geschälte Tomate sogar und, ja. Und es hat dann immer so ein bisschen was, wenn man sowas Gästen serviert, die das vielleicht gar nicht gekannt haben oder noch nie gesehen haben oder wie auch immer. So. Das ist die Pizza, das wird dann auch so, das ist eher eine Pizza, die man dann mit Gabel oder Löffel isst. Man kann sie in dem Sinn keine Stücke rausschneiden, weil wir ja keinen durchgängigen, fest verbundenen Boden haben. He? Der Cäsar, nettes Emote, was du da hier hast. Süß, dem Wau-Wau. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Handtuch, um immer mal zwischendrin die Hände zu trocknen. Hoppala. So, dieses Ding entsorge ich auch gleich hier, mein Überbleibsel an Tomatenwasser. Weil da schneide ich jetzt dann gleich, beziehungsweise kommen da meine Tomaten rein, dann, wenn ich jetzt gleich schneide. Und für Ding habe ich auch schon eingekauft, was ich am Sonntag koche, das weiß ich schon. Wurde hier jetzt letzte Woche am Sonntag angeregt, weil ich es richtig im Kopf habe. Und zwar war ja mal gewünscht, dass wir so eine Basilikumpeste oder sowas machen. Genau, und das machen wir. Wir machen eine Pinienkern, Basilikum, Parmesan, Olivenöl, Pesto. Und da dazu machen wir Pasta dazu. Muss ich jetzt mal schauen, die Pasta machen wir auch wieder selber. Das letzte Mal schon, wo wir die Teigtaschen gemacht haben, sprich die Ravioli. Ob es jetzt Spaghetti oder Tagliatelle werden, also diese Bandnudeln, das muss ich noch zeigen. Auf jeden Fall machen wir das am Sonntag. Wie gerne bin ich auch für Vorschläge offen. Mit dem Aaron, der bis dato irgendwie, vielleicht hat er keine Zeit heute oder kommt später, der hat ja immer Ding gewünscht, diese Ragufa, also dieses ist so ein Kalbsragout grob, das in so einem kleinen Blätterteigpastetchen serviert wird. Ja, das habe ich mir noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Also so die klassische Variante ist da, wo Zunge mitverarbeitet wird, Kalbsbris mitverarbeitet wird. Es ist schon ein ziemlich aufwendiges Gericht. Und dann für einen Drei-Personen-Haushalt, ja, also man kann jetzt diese Zutaten Kalbsbris und Zunge, Kalbszunge nicht so 100 Grammweise kaufen. Man hat dann halt immer irgendwie eine oder so und das ist dann für so einen kleinen Haushalt, wie wir das sind, extrem viel. Und ich weiß auch nicht, wie die Zuschauer oder ihr darauf reagiert, wenn man Gericht kochen, eben ein bisschen mit Innereien und so. Deswegen habe ich jetzt da mal von diesem Ragufa ein bisschen Abstand genommen. Ansonsten, wie gesagt, Sonntag auf jeden Fall die Basilikumpesto. Die Pinienkerne, Parmesan, Olivenöl macht man das. Ich habe das schon, seht ihr im Hintergrund vielleicht schon stehen. Da seht ihr nicht, aber jetzt seht ihr es. Ein Töpfchen Basilikum habe ich schon besorgt. Paella, genau, Paella wollten wir auch machen. Das ist dann, was wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, da jetzt das andere schon eingekauft ist. Wobei, Paella habe ich ein bisschen verdrängt, weil die Josie hat ja so, ist ihr nicht ihr Gericht, aber da sie ja meistens parallel streamt, müsste man gar nicht so viel Rücksicht nehmen auf die Josie. Also, werden wir Paella auf den Effenwell, sage ich mal, nächstes Wochenende, also sprich nächstes Wochenende ist eh so, dass leider der Freitagstream ausfällt zum letzten Mal, da ich nächste Woche nochmal Einsatz habe bei dieser Catering-Firma, was ich ja schon ein paar Mal erzählt habe. Da habe ich immer Einsatz im 14-tägigen Rhythmus in den Sommermonaten. Ist immer Mittwoch, Donnerstag, Freitags. Und nächste Woche ist jetzt der letzte Event, da ich nochmal ran muss.
und deswegen der Freitagstream ausfällt. Aber da könnte man dann fest im Hinterkopf notieren, Sonntag in einer Woche Paella. Ich mag sie sehr gern selber, Frau auch, Sohn weiß ich jetzt gar nicht. Da ich ja, ich hatte ja so circa 20, 22 Jahre waren es glaube ich, oder 21 Jahre im Speiserestaurant, einmal 10 Jahre im Nachbarort und 11 Jahre hier. Und da hatten wir immer einmal im Monat spanischer Abend. Also was Paella betrifft, habe ich schon doch wirklich schon ein paar Tonnen gekocht. Und glaube ich, dass die auch ganz ordentlich ist. Ja. Man muss ein bisschen unterscheiden. Paella, die klassische Paella wird auch mit diesem Milchreis gekocht, also mit diesem klassischen Risotto-Reis, der sich dann auflöst. Das ist jetzt, empfiehlt sich nicht immer, mit dem Reis das zu machen. Gerade in der Gaststätte oder im Restaurant bei mir war das nicht von Vorteil, weil der Reis natürlich, je länger der heiß bleibt und heiß gehalten wird, alles immer kompakter wird. Also man muss immer wieder Flüssigkeit zugeben. Und da hat sich also herausgestellt, dass man so einen normalen Langkornreis für so eine Variante viel, viel besser eignet als der klassische Rundkornreis, den man da dafür hernimmt. So, das sind die Tomaten. Patsch. Ich glaube, wir können dann schon mal, jetzt überlege ich gerade mal. Genau, wir machen dann unseren Pizzaboden. Ist geschickt, also ich habe hier so ein Blech da, das kann man ein bisschen noch Größe. Euch kann man sich ein bisschen zurechtschieben. Also ich nehme mal die kleinste Größe für uns. Wie gesagt, 3-Personen-Haushalt. Da legen wir jetzt ein Backpapier drunter. So schnell habt ihr noch nie Pizzaboden gemacht. Wirklich, wenn ihr Tacos zu Hause habt und ihr habt kurzfristig Besuch oder wie auch immer, oder LAN-Party, habe ich ja auch immer regelmäßig, um mal ein bisschen eure Gäste mit irgendwas zu überraschen. Also da könnt ihr dann auch, wie gesagt, ihr bräuchtet nur Tacos zu Hause, ein bisschen Käse, ein paar andere Zutaten, was man in der Regel ja immer irgendwie zu Hause hat, und schon ist die Taco-Pizza geboren. Ja. So. Antica Cantina Tortilla Chips, also Schere habe ich keine, also Messer nochmal. So, schauen wir mal, wie groß die Dinger sind. Genau. Ihr könnt Neutrale kaufen, ihr könnt Barbecue Tacos kaufen, es gibt ja schon ziemliche Geschmacksrichtungen, kauft die, wo euch einfach am besten schmecken. So, die verteilen wir jetzt auf dem Blech. Praktisch, das ist unser ersatzweise Pizzaboden. Da könnt ihr ruhig ein bisschen großzügig, ist nicht so, dass da die nicht übereinander liegen können dürfen oder wenn Löcher entstehen, da so ein paar, alles gar kein Thema. Wie gesagt, wird eh dann mit dem Löffel, eher mit dem Löffel gegessen, als dass man die schneidet nachher, die unsere Pizza. Und von den Zutaten, also ich finde immer toll, wenn man so Gerichte hat, wo man mit den Zutaten ziemlich experimentieren kann. Und nicht immer sagt, jetzt kann ich die doofe Pizza nicht machen, weil ich keine Tomaten da habe. Oder die Taco-Pizza, weil ich kein Hackfleisch da habe. Da ist man
mit den Zutaten ziemlich offen. Also das finde ich immer toll an so Rezepten, wo wirklich einem immer ein bisschen einen größeren Spielraum lässt. So, das ist okay so. Packen wir mal hier wieder weg, dass uns nicht so Weg umgeht. Jetzt brauchen wir die Paprika. Ich halbiere die Paprika immer und dann wasche ich sie. Sprich, dann schneide ich noch den Strunk raus, die Kerne raus und dann wasche ich sie. Es gibt welche, die machen das vorher schon. Es bleibt sich gleich, wie man es macht. Hauptsache, sie wird gewaschen. Ja. So, was ich vorhin ja schon erwähnt habe bei der Paprika. Paprikahaut ist extrem schwer verdaulich. Das gleiche gilt eben für die Tomatenhaut. Dass die so schwer verdaulich ist und wer mit dem Magen ein bisschen ein Problem hat. Jetzt die einfache Variante wäre jetzt hier, das einfach mit einem Sparschäler, Karottenschäler, egal wie man es nimmt, einfach die Paprika so ein bisschen abschälen, wenn ihr jetzt eben beim Paprika auch die Haut weghaben wollt. Wir haben es ja bei der Tomate hauptsächlich weggemacht, wegen den Kernen halt auch, dass wir nicht so viel Feuchtigkeit nachher auf unserer Pizza haben. Ist jetzt hier bei der Paprika nicht zwingend, aber nur, dass ihr es wisst. Kann ja mal, komm, wir schälen es einfach auch. Dann seht ihr das, wie ich das meine. So, Schäler, da ist der Schäler. So, dann werden wir schon mal eine Pfanne an den Herd stellen. Also wir schälen die halt, waschen wollte ich sie vorher noch, hätte ich jetzt fast vergessen. Na, ja, Schäler gehört auch mal geschliffen, der Messer ziemlich stumpf mittlerweile, der ist ja schon älter wie der Böhmerwald, den Schäler hier, aber ich finde das toll, der hat so einen großen breiten Griff, den kann man schön in die Hand nehmen. Ja. Ich versuche immer so ein bisschen mit so ein paar Tricks das Messer ein bisschen schleifen, also eine Variante ist einfach, dass man mit einem anderen Messer von beiden Seiten ein bisschen über die Klinge drüber fährt. Man kann das auch ausschrauben, aber das ist dann so winzig, wenn man das ausschraubt, die Klinge, dass man dann die Klinge nicht halten kann und das auch nicht irgendwie von Vorteil ist, dann, wenn man sie ausbaut, dass man es dann leichter, halt, wollte ich gleich entsorgen, leichter schleifen könnte. So, und schon haben wir die Paprika auch geschält. Ich wollte eigentlich eine grüne haben, also als Kontrast zu unseren roten Tomaten, aber leider hatten sie nur noch rote. Und heute, wir halten das Ganze auch so ein bisschen eben zum spanischen Stil. Also deswegen machen wir jetzt nachher auch noch diese Kidneybohnen. Kennt jeder bestimmt von euch noch drüber. Ihr könntet Mais noch drüber machen. Wichtig ist halt einfach, diese Zutaten, die ihr drüber habt oder die ihr gerne drüber macht, die sollten nicht zu groß sein. Weil wir ja das Ganze mit dem Löffel essen und wenn ihr jetzt dann irgendwie ganz große Stücke habt, ist es natürlich schwierig, dann die mit dem Löffel zu essen, weil, wie gesagt, wir haben ja keinen stabilen Pizzaboden, sondern das ist alles so lose, diese losen Tacos. Empfiehlt sich das eben nicht zu groß zu schneiden, dass man für die Zutaten, die ihr oben drauf macht, eventuell Messer bräuchte. Also wenn er eben auch sagt, oh, ihr möchtet gerne immer Schinken drauf haben oder Champignons, kann man problemlos machen.
aber eben dann auch lieber in Würfel, kleinere Würfel zu schneiden, als da eben irgendwie größere Ecken oder so. Dann gibt es eine Zwiebel. Die schneiden wir jetzt auch in Würfel. Einmal einfach auch so annähernd in diese Größe, wie wir unsere Tomaten, unsere Paprika haben. Und was eben auch wichtig ist, was ihr nicht vergessen dürft, diese Zutaten, die ihr eben euch aussucht, was ihr gerne auf die Pizza drauf macht. Boah, hui, ist die scharf, du. Puh. Wie jetzt zum Beispiel unsere Zwiebel, unsere Paprika. Die müssen wir zusammen mit dem Fleisch nachher ein bisschen anrösten, damit die einfach ein bisschen weicher werden, weil die Pizza eben, wie gesagt, nicht so lange im Backofen ist und die Zutaten dann im Backofen weich garen können. Ach ja, Zwiebeln. Solange die Zwiebeln nicht so scharf sind, ist es kein Thema. So, für die, die noch nicht eben wissen, wie schneiden wir jetzt Zwiebeln in Würfel, immer schauen, dass der Strunk hinten ist, der die Zwiebel eben ein bisschen zusammenhält. Und eben ganz wichtig ist auch, wenn man Zwiebel schneiden möchte, schön feine Würfel oder eben nicht feinere Würfel. Wichtig ist einfach mal ein ordentliches, scharfes Messer. Sonst ist Zwiebel schneiden einfach auch nicht schön. Ne? Drum schärfen wir unser Messer hier ganz kurz nochmal. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich, ist es so, dass es mit Brille schlimmer ist? Also ich habe da gar keinen Vergleich. Also ich habe die Brille, ist auch eine reine Lesebrille eigentlich und so lange habe ich sie auch noch nicht. Aber so lange, 2-3 Jahre, keine Ahnung, also viel länger bestimmt nicht. Und könnte jetzt nicht sagen, dass es mit Brille irgendwie mehr ist oder weniger wäre, dass die Zwiebel brennt. Kann ich gar nicht dazu sagen. Also, wenn der Zwiebel in Würfel schneidet, den Strunk hinten lassen. Ja? So, und dann schneidet man so einfach nach hinten ein, wobei wir aber immer darauf achten, dass wir nicht durchschneiden. So, seht ihr noch, die Zwiebel hält trotzdem noch gut zusammen. Und je nachdem, wie groß wir die Würfel brauchen oder für was wir sie brauchen, eben das, für was wir sie hernehmen, bestimmt eigentlich dann auch, wie groß sie geschnitten werden sollen oder müssten, heißt dann, dass man die Zwiebel einmal oder auch zweimal jetzt noch so waagerecht einschneiden. Und auch wieder darauf achten, dass wir nicht nach hinten durchschneiden. Ich mache es jetzt einfach mal zweimal. Ja. So. Und das geht wirklich auch nur mit dem scharfen Messer, weil jetzt bei diesen Schnitten, was wir waagerecht gemacht haben, wenn das Messer zu stumpf ist, kann sein, dass die ganze Zwiebel so ein bisschen aufspringt. Und dann wird es wiederum schwierig, die dann so. Und schon kriege ich schöne, gleichmäßige Würfel. Es geht halt auch nicht bis ganz nach hinten. So, und das hintere Stück, das schneide ich dann meistens noch so ein bisschen zu. Den Strunk also eher weg, den sollte man nicht verarbeiten. Ist ja zum Essen der Strunk, also ist nicht jetzt appetitlich. Und schauen wir hier unsere geschnittenen Zwiebeln. Boah. Ah, okay. So, dann brauchen wir unsere Knoblauchzehe, beziehungsweise schau mal, was unsere Pfanne macht, beziehungsweise die macht gar nicht so viel, weil ich noch nicht genügend Hitze drunter habe. Jetzt habe ich Vollgas aber. Na? Jetzt hätte ich gern noch den äußeren Ring zugeschalten. Jetzt schalte ich es mal ganz kurz aus, irgendwie geht der äußere Ring nicht zuzuschalten. Egal, Knoblauch erstmal. Eine, zwei Zehen habe ich geschrieben. Passt hier wunderbar.
So, den Trick mit dem Knoblauchschälen habe ich bestimmt schon ein paar Mal gezeigt. Ihr nehmt ein kleines Töpfchen oder ein großes Messer und drückt so ein bisschen drauf. Dann hört ihr so ein Platzen, so ein Knacken. Da bricht die Schale ein bisschen auf und dementsprechend lässt sich die ein bisschen leichter dann auch schälen. Ne? Oh, die Zwiebeln dampfen aber wirklich richtig. Ne? Was ich schon ein paar Mal gefragt worden bin, ist, wenn man Knoblauch halbiert, gibt es ja welche, die haben innen, so innen drin dann so ganz junge Triebe, ob man die mit verkochen soll oder nicht. Also das ist, wie gesagt, es sind junge Triebe, also was ganz Frisches, Tolles. Also auf jeden Fall diese Triebe, ein bisschen angegammelt, möchte ich nicht, also neuen, die Triebe mitverarbeiten. Schaut generell nicht mehr so gesund aus da. Ich glaube, den Rest entsorge ich auch gleich. Auch so ein bisschen. Kann man legen. Boah, ist das scharf hier, die Zwiebeln. Unglaublich. Unglaublich, wie scharf. Wahnsinn. Wenn ich schauen, ob noch im Kühlschrank ein Knoblauch da ist. Hat man Pech gehabt. Wenig jetzt, ne? Schauen wir mal, vielleicht kann ich da doch noch irgendwas abstauben hier. Ja. Nichts mehr, sonst muss das reichen. Schauen wir mal, was der Kühlschrank sagt. So, ein Kühlschrank. Nope. Also, dann reicht es. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir die Platte hier richtig auf groß kriegen. Merkwürdig. Ja, egal. Scharfen Dingen drücke, habe ich eine Phobie. Oh, 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 Rensen. Oh Mann, das kann ich mir vorstellen, dass du da das nicht mehr gern machst dann. So, wir gehen mal zum Herd. Wir werden jetzt hier in unserer Pfanne das Hackfleisch anbraten. Na, noch kann man nichts riechen. Es ist noch nichts in der Pfanne irgendwie erhitzt worden. Ja. So. Also, jetzt probiere ich es nochmal. Ich kriege hier den äußeren Rand nicht dazu geschalten. Warum nicht? Will mir hier Finger nass machen oder was? Glaube ich aber nicht jetzt, oder? Er kriegt den äußeren Rand nicht zugeschalten. Ja. Meinst du, dass du das besser hinkriegst? Aha. Also, äußeren Rand zuschalten. Äußeren Ring zuschalten. Ja, ich kann es, genau. Das hat mit der Drücken nichts zu tun. Das hat nur... Hatte ich schon auch aus. Egal, dann machen wir es auf der anderen Seite. Das war nicht so optimal. Also hier rüben dann. Also hier das Ganze mal Vollgas und. Das ist die hintere, wäre das dann. Egal. So. So haben wir. Dann habe ich hier noch die Kidneybohnen. Schon wieder? Okay, wann müssen wir nächste Woche dahin? Donnerstag. Da müssen wir noch schauen, ob ich das nicht absage, weil nächste Woche habe ich Pfennigparade. Essen ist schön. Müssen wir dran denken, dass wir es am Montag absagen. So, ich wasche die gleich in der Dose ein bisschen ab, die Bohnen.
Ich habe es jetzt direkt in der Dose ausgewaschen und jetzt den Deckel lasse ich drinnen. Jetzt stelle ich es gerade hier so im Waschbecken auf die Kante. Praktisch der Deckel ist dient so wie ein bisschen als Sieb. Es ist schon, geht schon wieder darum, nur um ja, weniger Schmutz zu machen, um nicht hier so viel Sachen nachher alles abwaschen zu müssen, sprich in die Spülmaschine muss. Scharf? Wir machen keinen scharf. Ja, wir machen das passend. Ein bisschen werden wir reinmachen, ja. Noch ein Schlückchen Kaffee. Der ist ja niedlich, schreibt sie, schau, oder? Das kann ich sehen. Uhlenspiegel, hallo! Das ist großer Spaß. Es gibt keine Nachbearbeitungsschrippe. Es wird alles 1:1, hau bitte mit dem Kopf nicht an, 1:1 auf YouTube hochgeladen, geladen. So, lassen die Pfanne gut heiß werden. Brauchen ein bisschen Öl. Oil. Ein bisschen Oil haben wir. Dann, du sollst mich zensieren. Ja, ich hab's gelesen, ja. Au, ah. Genau, hier habe ich so ein bisschen scharfes Tomatenpaprika. So. Ja, unglaublich, dass man noch so alte Eltern haben kann. Ne? Oder beziehungsweise so junge Kinder, also, wenn man so alte Eltern hat. So. Im Hackfleisch auch immer schauen, dass das Behälter nicht zu klein ist, wo er es anbrät. Weil halt beim Hackfleisch ist es so, wir haben so eine große Oberfläche, es tritt verhältnismäßig viel Wasser aus. Und wenn man aber was braten will, muss man halt immer warten, bis die Flüssigkeit dann verdampft ist, bevor man wieder was braten kann. Darum empfiehlt sich also immer schon ein breites Gefäß zu nehmen, also mit viel Fläche, um es zügiger anbraten zu können. Ja, jetzt kommt hier mein Standardtext zu Hackfleisch immer. Leute, Hackfleisch ist ganz was Sensibles. Ich schaue jetzt gerade mal. Also bis vor, ich weiß es nicht genau, ich sage mal bis vor 2, 3 Jahren, 4 Jahren, ich weiß leider nicht genau den Zeitraum, gab es zum Beispiel Hackfleisch, so wie wir es jetzt heutzutage kaufen können, das über mehrere Tage haltbar ist, gab es gar nicht, ja. Aber die haben jetzt Firmen, die sind hygienetechnisch auf so hohem Standard, dass praktisch die Erlaubnis mittlerweile gegeben ist, dass man Hackfleisch haltbar machen kann, darf oder als haltbar veräußern darf. Früher war das eben nicht erlaubt. Also man hat Hackfleisch halt beim Metzger gekauft oder im Handel und sollte am gleichen Tag immer verbraucht werden. Das hat einfach den Grund, 100 Gramm Hackfleisch hat viel mehr Oberfläche wie 100 Gramm Stück Fleisch und durch die extreme Oberfläche vermehren sich natürlich auch die Bakterien und darum ist Hackfleisch also schon eine gefährliche Sache eigentlich, wenn man nicht damit richtig umgeht. Also die Todsünde ist halt zum Beispiel im Hochsommer Hackfleisch beim Metzger kaufen, das nicht haltbar ist, das 2 Tage im Kühlschrank aufzuheben, keine Zeit zu haben, es zu kochen, dann noch eingefrieren. Dann wiederum an der Fensterbank aufzutauen, damit es dann schneller geht im Sommer und dann draus was zu kochen. Das ist eigentlich so die Todsünde, was man machen kann mit Hackfleisch. Da kann es einem wirklich anschließend richtig schlecht gehen, bis Krankenhausaufenthalt wegen den ganz vielen Salmonellen. Lady, hallo, schön, dass du reinschaust. Also das generell zu Hackfleisch. Wenn Hackfleisch, wenn er kein vakuumiertes bekommt, also sprich haltbares, dann sollte er wirklich das Hackfleisch am gleichen Tag verarbeiten. Ich hatte, was hatten ich letztens auch, da was habe ich gekocht mit Hackfleisch? Genau, wo wir unsere Teigtaschen gemacht haben mit Hackfleisch, ist mir auch was übrig geblieben. Was habe ich gemacht? Ich habe anschließend, nachdem ich ein bisschen Platz gemacht habe, das Hackfleisch einfach in der Pfanne abgebraten und habe es dann am nächsten Tag oder 2 Tage später genau auch oder so die Pizza so mal ein bisschen angetestet habe, was wir heute machen, untergemischt. Oder ihr bratet das Hackfleisch ab und friert es ein, das wäre auch noch eine Variante. So, das ist jetzt heiß genug.
braten hier unser Hackfleisch an. Ich glaube, das ist auch schon wieder ein bisschen zu viel. Ich brate aber trotzdem alles an, sonst brauche ich nicht nochmal anfangen. Und nehme dann nach dem Anbraten eher was weg, wenn ich das Gefühl habe, dass es doch, weil das sind jetzt 350 Gramm, also das ist für drei Personen, ja, glaube ich schon ein bisschen extrem heftig. Ich habe für vier Personen 300 Gramm geschrieben, das sind jetzt eben für drei Personen 360 Gramm. Da habe ich schon das Gefühl, dass das deutlich zu viel ist. Okay, Leidi. Also, vielleicht ein kleiner Anmerk an dieser Stelle. Wenn ihr mal den Stream frühzeitig verlassen müsst, weil ihr Hunger habt, also vor dem Stream essen. Und dann könnt ihr auch vielleicht bis zum Schluss bleiben. So. Einfach jetzt mal ein bisschen groß gleichmäßig verteilen am Boden, dass das schön braten kann. Gar nicht zu viel bewegen. Wir wollen ja das Braten, diese Röstaromen nicht stehen. Ich habe hier noch ein bisschen Petersilie, die verwende ich auch noch. Die wasche ich jetzt mal ganz kurz ab. Das braten wir jetzt eben schön an. Wenn wir das angebraten haben, geben wir auch die Zwiebeln dazu. Weil wie gesagt, es muss alles so ein bisschen angebraten werden leicht, weil ja für die kurze Zeit, wo die Pizza im Ofen ist, es nicht ausreicht, um irgendwas ein bisschen weich zu bekommen. So, dann habe ich hier so, das hat die Frau mal mitgebracht, das ist ein bisschen so ungarisches Paprikamark. Das ist ein bisschen schärfer, da werden wir auch noch ein bisschen hinmachen nachher. So, den Knoblauch, ja, wir gehen einfach nachher kurz. Lady, ja, das freut mich aber, dass ich so unter zur Langweiligkeitsbewältigung hier dienen kann. Schön, ja, es wäre auch vielleicht nett, wenn du auch das eine oder andere mitnehmen könntest und nicht nur dich nicht mehr langweilst, wenn du mir zuschaust. Du sagst, oh Mann, schau, das hat mir auch weitergebracht. So, jetzt ist es so, ja auch, wir haben jetzt auch ein bisschen Wasser in der Pfanne, aber durch das wir eine große Fläche haben, die zügig verdampft und dann auch das ganz gleich wieder, hoffe ich doch, wieder weiter brät anstatt kocht. Weil wichtig ist einfach, um Geschmack zu bekommen, die Röstaromen. Ohne Röstaromen geht halt nichts. So, derweil schalte ich ganz kurz um, dann kümmern wir uns noch um unsere Petersui. Die habe ich jetzt abgewaschen schon. Die zupfe jetzt bloß so ein bisschen grob. Die werden wir nämlich auch bloß in Streifen schneiden, so. Oder so grob drüber hacken. Das ist auch nur so ein Restbestand, was ich noch hatte von letztem Mal. Zwiebel, die wir nachher jetzt als nächstes zu unserem Fleisch zugeben. Knoblauch mal kurz auf die Seite. Reicht mir schon. Darf ruhig ein bisschen gröber sein. So. Dann schneiden wir unseren Knoblauch auch. Den schneide ich jetzt auch bloß so in kleine Scheiberl, kleine Scheibchen. Boah, die Zwiebeln dampfen immer noch wie verrückte. Jetzt ist der Ton mal weg. Ton weg, Ton. Warum ist der Ton weg? Nein. So, bei der Lachsere war ich voll und ganz bei dir. Ah, okay. Ist der Ton immer mal weg? Wüsste ich jetzt nicht. Also
also das, also ich habe hier ja einen, einen Kompressor hier mit angeschlossen, um den Ton eben zu optimieren, und der zeigt mir ganz normalen Ausschlag, ja, zusammen mit der Soundkarte, also mit der externen und Mischpult. Mir würde so angezeigt, wie wenn der Ton eigentlich stabil sei. Das Einzige, was wir ja ab und zu mal hatten, dass hier mein Sender der Akku leer ist. Gorn, genau, Gorn, vielen Dank. Gorn sagt, der Ton ist okay. Also, so, wir gehen nochmal, jetzt haben wir es soweit vorbereitet, gehen da wieder zum Herd. Aber ich glaube, gestern, ich weiß nicht, wem ich zugeschaut habe, der Josi, da muss ich auch den Ton, den Chat habe ich resetten müssen zweimal, der hat nicht funktioniert wieder. So, jetzt fängt es an schon ein bisschen, sprich unser Wasser ist jetzt komplett verdunstet, jetzt brät es nur noch. Ein bisschen mehr Farbe, dann geben wir als erstes die Zwiebeln dazu, braten die ein bisschen mit oder rösten die kurz mit. Dann geben wir unsere Paprika dazu, auch ein bisschen mitrösten. Zum Schluss den Knoblauch ganz noch kurz mitrösten. Und dann würzen wir das Ganze. Ah, ich wollte ein bisschen rausnehmen, das darf ich nicht vergessen. Stellen wir gleich mal eine Schüssel her. Es ist schon ein bisschen ziemlich viel Fleisch für meine Pizza. So viel brauche ich nicht. Käse. Ich nehme hier in dem Fall ein bisschen gemischten. Was ich immer gerne nehme, ist diesen Cheddar-Käse. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und in dem Fall auch ein bisschen Gouda. Das mische ich beißend ein bisschen drüber. Ja. Ah, okay, das kann sein, ja, dass die Sensitiv natürlich auch so eingestellt ist, dass ab erst einer gewissen Lautstärke das Mikrofon aufgeht und eben diese Hintergrundgeräusche eben dann kurzfristig weg sind. Eben. Ja, im Josi, genau, da ging es ein bisschen heiß her. Die war leider kurzfristig AFK und habe das Schlimmste dann Gott sei Dank verpasst. So, jetzt da hole ich mir mal die Zwiebeln ran. Die dürfen jetzt rein. Also diese Hackfleischmischung, was wir jetzt da, wenn wir so nennen dürfen können, hier machen, das ist auch durchaus eine Mischung, die ihr jetzt in eure Tortillas einwickeln könnt, wenn ihr sowas lieber möchtet als diese Taco-Pizza, die wir eben heute machen. Wenn ihr da, also praktisch, wenn das, diese Mischung hier fertiggestellt ist, ist die durchaus dazu geeignet, auch eben diese Tortillas damit zu füllen. Mach ich lieber einen anderen Kochlöffel. Habt ihr noch einen? Der ist so ein bisschen breiter unten. Jetzt habe ich mir extra die Schüssel hergestellt, weil ich ein bisschen Fleisch auf die Seite tun wollte. Ihr seid mir auch so nette Zuschauer. Müsst halt mal immer schreien, nein! Ja. Einfach, ach, jetzt ist es egal, jetzt lasse ich es. Und lasse dann einfach in der ganzen Summe was übrig. Jetzt, zu kompliziert jetzt da. Wenn der Knoblauch mit anröstet, den Knoblauch immer zum Schluss zu geben, weil der Verbrennpunkt beim Knoblauch am geringsten ist. Sprich, wenn er das zusammen mit Zwiebeln oder so macht, eben durchaus passiert, dass die Zwiebeln gerade anfangen, so ein bisschen glasig zu werden und der Knoblauch dann schon fast verbrennt ist. Also wie gesagt, Knoblauch immer am Schluss mit dazugeben und dann eben halt auch nur kurz mitrösten.
Also schön ist es halt schon, wenn wir alles ein bisschen rösten, weil es einfach deutlich besser schmeckt. Denzen, zu spät. Genau, tu es nicht, zu spät. So, jetzt schmeißen wir unseren Paprika dazu. Wie gesagt, ich hätte gerne grüner gehabt, aber ich bekam keinen. Damit wir ein bisschen einen schöneren Kontrast haben zu unseren Tomaten. Wenn ihr Mais gerne esst und eben jetzt auch diese Tortillas damit füllen wollt, könnt ihr auch noch gerne ein bisschen Mais dazugeben. Genauso, passt genauso gut. Und das ist jetzt ein Gericht, wo wirklich, also da, das kriegst du ohne große Vorkenntnisse hin. Ja? Also die Tacos hier auf so einem Blech verteilen, wie wir es hier schon gemacht haben. Ja? Also das kriegt jeder hin. Und das, diese Masse, wo wir hier da in der Pfanne jetzt fertigstellen, nachher noch auf den Tacos oben drauf zu verteilen, das kriegt auch jeder hin. Und so habt ihr echt so schon mal ein bisschen ein originelles Geschichte mal gemacht, wieder, wo ihr bestimmt, ja, wenn man halt zusammensitzt, wird ein bisschen später, man hat irgendwo doch noch Hunger. Und ihr könnt da wirklich einfach auch Sachen nehmen, die ihr im Kühlschrank habt. Wenn ihr sagt, ihr habt jetzt kein Hackfleisch da, was vielleicht oft der Fall ist. Ihr habt ein paar Pilze da vielleicht. Ihr habt Tomaten da in dem Fall oder auch Zwiebeln, eben Tomaten, Zwiebeln. Könnt ihr ein bisschen Thunfisch drunter mischen. Also alles so die Belege, die man von Pizzen könnt, Pizzen her kennt, könnte man also theoretisch auch jetzt auf unsere Tacos auflegen. Delay, genau, ein Delay, ja. So, was habe ich jetzt noch? Die Petersilie, den Knoblauch und meine Tomaten. Die hole ich schon mal ran, die Tomaten. Das sind eben unsere geschälten, in Kernte, in Würfel geschnittene Tomaten. Warum in Kernt? Weil wir auch gerade auf dieser Taco-Pizza, wo wir machen, mit Feuchtigkeit ein bisschen aufpassen müssen, damit es nicht zu nass ist, weil dann die Tacos auch extrem weich werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch eben wie den Pizzaboden ein bisschen simulieren, dass man ein bisschen, also persönlich, Pizzaboden, wenn er schön knackig ist, mag ich gerne. Wie wenn es so durchgeweichte Pampe ist, also wenn man die Pizza-Ecken halten kann mit einer Hand, dann finde ich, es ist ein toller Teig. Und darum ist es jetzt in dem Fall eben, wenn wir es mit den Tacos machen, dass diese Geschichte hier nicht so nass wird. Deswegen habe ich jetzt auch zum Beispiel die ganzen Kerne schon rausgemacht. Man könnte natürlich drin lassen, ist klar, wenn ich mir die Mühe will, und durchs längere Rösten, das so lange rösten, bis praktisch der Dampf von die, oder die Feuchtigkeit verdampft ist. Wobei aber, wenn wir es wieder zu lang, wenn die Tomaten drin sind, zu lang rösten, bis es verdampft, die Tomaten dann vielleicht zu pumpig werden, was wir wiederum aber auch nicht wollen. So, jetzt geben wir unseren Knoblauch zu. Und dann werden wir das Ganze ein bisschen würzen. Knoblauch. Dann werden wir schon mal unseren Backofen heiß machen. Und in der Zeit, wo die Pizza nachher im Ofen ist, mache ich so ein bisschen einen Sauerrahm-Tipp, wo man dann entweder, wenn die Pizza fertig ist, das direkt auf der Pizza ein bisschen verteilt in so Klecksen oder eben das in einer Schale mit an den Tisch stellt und das jeder nach Belieben, diesen Sauerrahm-Tipp oder Topping, wie wir es nennen wollen, dann Topping in dem Fall, wenn es oben drauf ist eben, oder Tipp, wenn sich jeder selber damit bedient. Messen wir mal gleich sauber. Batsch. Heften das wieder mein Arbeitsbrett. Dann eben das ganze Brett, wie gesagt, weiterrösten. Dann schmeißen wir jetzt noch unsere Böhnchen rein. Das Ganze gleich ein bisschen ausspülen. Und zum Restmüll, ja, beziehungsweise zum Wertstoffmüll.
Also wenn wir hier so was rösten wollen, immer Vollgas, ja. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, was für ein Herd ihr habt. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen was länger auf Vollgas röstet, fängt es sofort zum Brennen an. Dann ein bisschen reduziert, aber in meinem Fall hier immer schön Vollgas. Wenn ihr das Gefühl habt, es legt im Boden ein bisschen was an und wir haben jetzt hier, was mir bei mir zum Beispiel gerade auf der Falle sehe ich, kann man durchaus ein kleines bisschen Wasser reinmachen, solange wir jetzt die Tomaten nicht drin sind, dass dieses leicht angelegte am Boden sich löst, weil es sind ja wiederum diese Röstaromen. Ihr seht sofort, es wird eben auch ein bisschen dunkelbraun gleich. Das lösen wir praktisch mit ein bisschen Flüssigkeit. Schauen zu, dass die Flüssigkeit wieder verdampft. Dann haben wir wieder eine trockene Masse, aber die Röstaromen, die am Boden eben sich leicht gebunden hatten, leicht angelegt hatten, haben wir jetzt wiederum in unserer Masse. So. Also wie gesagt, ich habe auf Stufe 9 von 9 so, Würzen, sagte ich. Also, da nehmen wir mir jetzt dicke Zacke, Hühner, na, das hier. So, jetzt Pfeffer, ah, das schau, die Gewürze hatte ich jetzt hier im Stream gar nicht im Streamfenster bei der Rezeptur mit erwähnt, nicht leider mit aufgeführt. Also, ich mache hier ein ganz kleines bisschen Instant-Fleischbrühe hin. So, dann habe ich hier eine Chili-Flockenmühle. So, das Ganze ist jetzt eigentlich auch, das können wir jetzt theoretisch auch ausschalten, weil wichtig ist einfach, dass das Hackfleisch mal gut durchgebraten ist. Das ist schon längst passiert. Die anderen Zutaten, da muss gar nicht so viel passieren, weil also die Bohnen anrösten gibt keinen Sinn. Paprika und Zwiebeln haben wir gemacht. Den Knoblauch haben wir angeröstet. Die Tomaten, die gibt man eigentlich nur jetzt so dazu. Weil das Ganze heiß wird es ja dann praktisch, wenn wir die Pizza in den Ofen schieben. Also, Salz, Pfeffer. In dem Fall habe ich hier Pfeffer. Na, gehe ich halt Obi. Und Salz. Und was ich immer auch sage, sobald ihr irgendwas mit Tomaten macht, in dem Fall haben wir ja verhältnismäßig auch wieder viel Tomaten. Wer weiß, was sage ich immer, wenn wir was mit Tomaten kochen, was für ein Gewürz oder Zutat soll man dann immer hinmachen. Verwenden und umrühren, ja, Herr Renzen, wenn du so viele Tonnen, also ich koche ja jetzt seit über 30 Jahre, über 40 Jahre, koche ich schon, sollte man das schon drauf haben. So, zum Beispiel, das ist eine Frage auch, die ich dann bei unserem Giveaway-Stream sowas stellen könnte. Ja? Also wir haben jetzt viele Tomaten gekocht hier oder haben hier viel Tomaten drin und immer wenn ich viel Tomaten verkoche, sage ich immer, was können wir ein bisschen reinmachen, warte mal kurz, vielleicht kommt im Stream irgend noch eine Idee. So, dann habe ich auch ein bisschen von diesem bekannten Tomatenmark. Das müssen wir jetzt auch reinmachen. Ich sage jetzt mal 2 Esslöffel. Muss ich vielleicht nachher noch im Stream im Fenster noch erweitern. Dann geht die Gewürze, wie gesagt, hatte ich leider nicht aufgeführt. Ja, also so wie es ausschaut, weiß es keiner. Also, wenn man irgendwie Brotzeit macht mit Tomaten, und die isst die Tomaten, dann sagt man, oh, die Tomaten schmecken klasse. Nee, falsch. So, okay, lass mich das zu Ende führen, vielleicht kommt er weiter. Also wie gesagt, ihr macht Brotzeit zu Hause mit Tomaten und dann sagen, ach, die Tomaten schmecken richtig toll, richtig klasse. Warum schmecken sie so toll? Weil sie eine gewisse Süße haben. Ja? Also so habe ich das ein bisschen über Weile erfahren, selber bei mir auch. Also sagen, oh, die schmecken klasse, die sind richtig süß. Oft ist es halt so, dass diese Süße in den Tomaten fehlt. Um jetzt das ein bisschen zu unterstützen, macht man ein bisschen Zucker ran.
Also alles, wo er jetzt viel mit Tomaten kocht, Tomatensuppe, hier in dem Fall, kann man ruhig immer ein bisschen Zucker mit hinmachen. Zucker muss man auch als Gewürz sehen. Ja. Gerade die Asiaten nehmen das ja ganz viel her, könnte ja selber, wer öfters mal so beim Asiaten ist, ja, diese Kontrast süß, sauer, scharf, ja, süß, Zucker, scharf, sauer, also einfach müssen wir das mehr. Delphi, ja, das Zuckerersatz, ja, nein, das ist jetzt hier, war jetzt in dem Fall war es brauner Zucker. Xylit, Xylit kenne ich gar nicht. Renz, was ist das Xylit? Das ist ein Styroporersatz oder was? Ich weiß nicht, ob das so gut kommt im Essen. So, das werden wir jetzt probieren. Also ich finde, das schaut schon mal richtig gut aus für unsere Taco-Pizza. Ganz genau, Ullenspiegel. Da ist wirklich was dran. Also ich finde ja auch, wenn man Zucker ranmacht an Gerichte, also wirklich, man kann das natürlich nur nicht übertreiben, dass wenn man Zucker irgendwo hinmacht an Gericht, dass die anderen Zutaten, Gewürze noch sogar eher das Ganze heraushebt. Mhm. Oh Mann. Richtig lecker. Mhm. Und auch ganz schön scharf. Das ist dieses ungarische Paprika. Könnt ihr normales Paprika natürlich auch nehmen und einfach, wenn ihr die Schärfe möchtet, mit der Chili das unterstützen. Wobei ihr aber auch sagt, wenn ihr es nicht gerne scharf wollt, einfach auch weglasst. So, machen wir noch ein bisschen mehr Zucker hin, um die Tomaten ein bisschen eben weiter nach vorne zu bringen, geschmacklich. So. Reicht. Birkenzucker, okay, kenne ich gar nicht. Schau mal. Schön, dass ich da mal ein bisschen was tun lerne. Doch, Rensen, freut mich, prima. So, jetzt habe ich noch mal ein bisschen Zucker hin. Salz fehlt auf jeden Fall noch mal ein bisschen. Aber Leute, hier, du, puh, da ganz schön Dampf dahinter. Das packen wir auch weg. Sehr schön. Wildkräuter, ja, da hatte ich weiß nicht, wir von der Arbeit her kriegen immer so eine Einladung und da war irgendwie so eine Kräuterfachkundige, schlag mich nicht tot, wie sie die jetzt genannt hat, irgendwie Diplom sogar und ich habe leider keine Zeit gehabt. Da war als Schulung, da sind eingeladen Kitas und Schulversorgung. Wir ja, da ich auch in der Schulversorgung bin, hatten wir eine Einladung zu dieser Ganztagesschulung. Und zwar ging es eben eine Kräuterführung, irgendwie so hat sich das genannt. Und da wäre ich eben gern mitgegangen, eben, da ging es eben auch jetzt um diese Wildkräuter, was du gerade eben ansprichst, Rensen. Aber leider ging es mir zeitlich nicht aus. Da wäre ich gerne mit hingegangen. So, wir probieren das Ganze nochmal. Also das sollte jetzt, diese Masse sollte wirklich so nach eurem Gusto schmecken, dass ihr sagt, das passt. Also nachher haben wir jetzt nicht nur große Möglichkeit, also zu sagen, ja, aber eigentlich schmeckt es gar nicht, was machen wir noch? Mhm, sehr gut. Ja, bei mir passt das, glaube ich. Brauchen wir jetzt nichts mehr hinmachen. So, das lasse ich mal, weil es kann sein, was übrig bleibt. Das packe ich schon mal alles wieder weg. Na, das brauchen wir jetzt auch nicht, beziehungsweise brauchen wir es drüben und das Sauerrahm-Dip. Und was halt auch toll ist, wenn ihr gerne scharf esst, oder pikant, muss ja jetzt nicht unbedingt scharf sein, aber schon mal wenigstens pikant, wenn ihr dann, wie wir das eben heute machen, mit so einem Sauerrahm-Dip oder Topping, wie man es nennen will, ist, lasst jetzt einfach mal offen, oben, wenn ihr separat dazu stellt, jeder nimmt was, dann ist es ein Dip, machen wir es gleich oben auf die Pizza oben drauf, ist es ein Topping. Also egal jetzt, wie wir es nennen. Diese Schärfe und diese, wichtig ist dann dieser Dip oder das Topping, das sollte eben, kommt in dem Fall, wenn die Pizza aus dem Ofen kommt, machen wir das oben drauf oder eben, ihr stellt es dazu, der Kontrast, die Schärfe und dann dieser kalte Dip oder der kalte Topping,
Das ist auch nochmal ein ganz tolles Geschmackserlebnis. Gizmodo 5, hallihallo, schön, dass du reinschaust. So, die Masse, probiere es nochmal, weil es wirklich so lecker ist. Die ist jetzt, wie gesagt, fertig. Ihr könnt da, wie gesagt, ganz viele Experimente machen mit den Zutaten, wo ihr drauf auch die Sachen reintun, die ihr gerne esst auf der Pizza. Wunderbar. So, ich muss überlegen, ob ich wirklich alles drin habe, was ich machen wollte. Aber ich glaube schon. So, dann, wo machen wir das? Wir bleiben doch hier gleich gerade am Herd. Jetzt kommt unsere, jetzt belegen wir das. Nein, das sage ich, gehe hier rüber. Seht ihr das auch gut? Das kann weg. Das kann weg. Das brauchen wir auch nicht mehr. Da haben wir Tomaten aus dem Wasser geholt. Also das Gericht zum Beispiel ist auch ein Gericht, das man super, super, ich kann mich immer ja wiederholen, weil man doch halt, oder ich muss mich immer wieder leider wiederholen, weil wir halt auch immer wieder neue Zuschauer haben und die halt auch so ein bisschen ganz kurz mal so eben ein bisschen größer aushole. Was mache ich hier, warum mache ich das? Also einmal geht es halt darum, den Leuten ein bisschen das Kochen näher zu bringen und halt auch Gerichte zu zeigen, die man in einer kleinen Haushaltsküche auch mal für 10, 15 oder 20 Leute kochen könnte. Also das ist zum Beispiel ein Gericht, das man super vorbereiten kann für mehrere Leute. Ihr bräuchtet halt vielleicht ein oder zwei so Bleche, die im Backofen reinpassen. Wir gehen mal immer davon aus, dass eure Gäste abends kommen. Das, was wir hier so alles haben, könnt ihr super, super Mittag schon vorbereiten. Sprich, ihr nehmt euer Backblech, verteilt da das Backpapier, verteilt die Tacos. So, die Masse macht ihr fertig. Bei der Masse, da würde ich das Einzigste... Mecklewurst, hallo, schön dich zu sehen. Nichts richtig, es ist einmal eine Pizza oder ist eine Pizza-Taco, also oder Tacos, also in dem Fall beides. Das Einzige, was ich machen würde, ist dann, wenn ihr, also ich habe die Variante dann, wir gehen davon aus, wie gesagt, Gäste kommen abends, wir haben jetzt, bei uns ist es 7:30 Uhr. Gäste wollen um 8 essen oder ist angedacht um 8 zu essen. Wir haben zwei, drei so Bleche vorbereitet mit unseren Tacos. Diese Masse haben wir eben auch schon mittags gemacht. Jetzt könnte man die Masse, bevor wir es hier drauf machen, empfiehlt sich auf jeden Fall, dass die Masse richtig kalt ist. Durch die, wenn sie noch warm ist und vor allem auch zu feucht, dann haben wir das Problem, dass die Tacos vielleicht zu matschig werden. Darum empfiehlt sich vielleicht dann die Masse, die wir vorbereitet haben, kurzfristig auf den Tacos zu verteilen, Käse drüber streuen, im Backofen rein und so haben wir in kürzester Zeit eben für 15, 20 Gäste ein Gericht, ja, das man vielleicht so gar nicht kennt und zum Empfang oder wenn man bloß irgendwie Freunde einlädt, weil man Geburtstag hat, ein bisschen zum Umtrunk und so ein bisschen einen Snack bieten will, finde ich, das ist eine ganz, ganz tolle Sache und eben auch mal was komplett anderes, wo die ein oder andere bestimmt euch fragen würden, wo ihr her das habt und ob sie das Rezept gerne haben könnten. So kann man das super, super vorbereiten. Da wir das jetzt aber eben fertig machen, hole ich das nochmal unseren Käse auch ran. Wo ist denn hier ein Messer wieder? Beziehungsweise würde ich eigentlich eher gerne Schere haben, aber ohne habe ich keine da. Also in dem Fall mache ich hier gemischt. Ich nehme ein bisschen Gouda und ich nehme ein bisschen Cheddar-Käse. Okay, das schneide ich jetzt erstmal kurz auf, weil wir jetzt erst dann, wie gesagt, unsere Dinge verteilen. Also das geht es mir in meinen Streams eben euch zu verklickern. Mal schauen. So ein paar Tipps und Tricks und eben die Sachen, wo ich streame, versuchen euch so zu vermitteln, dass ihr das auch eben mal für eine größere Anzahl an Gäste in eurer Küche mit einem normalen Backofen, vier Platten, so wie ich es eben hier auch habe, problemlos zubereiten könnt, ohne dass ihr dann den ganzen Abend in der Küche verschwindet und die Gäste eigentlich euch gar nicht sehen. Das finde ich immer doof, wenn man irgendwo eingeladen ist und der Gastgeber dann nur in der Küche rumhetzt. So, jetzt verteilen wir das da drauf. Jetzt nehme ich doch wieder meine Kelle. Hoppala. Backofen, mittlere Backofen, wenn ihr habt, Umluft. 170 Grad.
Umluft, genau. Backstufe wäre ungefähr, also wenn ihr ein Gasherd habt, 180 immer, Gasherd immer so ca. 5-8% mehr Hitze, wie wenn ihr mit Umluft arbeiten könnt. So. Das verteilen wir einfach wie jetzt ein Belag auf unsere, wenn ihr auch Belag auf der Pizza verteilen würdet. Ihr könnt wenig drauf machen, weil ihr sagt, ja, Pizza mit viel Belag mögt ihr nicht. Ihr könnt mehr drauf machen. Wenn ihr meint, Pizza mit wenig Belag ist der alte Hut, dann machen wir dementsprechend mehr drauf. Schauen wir, ja. Ich glaube, ich habe alles drin. Und das ist halt eine Pizza, wie gesagt, die man dann mit dem Löffel isst, ja. Man kann dann irgendwie eine größere Schaufel nehmen oder so eine Kelle, versuchen das ein bisschen, der Käse gibt eine gewisse Bindung und einen größeren versuchen, so ein Kuchenstück dann auf den Teller zu bringen, geht zwar ein bisschen schwierig, aber man kann es hinkriegen. Das ist jetzt so, das was jetzt halt ein bisschen gegen die Pizza spricht, dass man jetzt schön gleichmäßiges Stück hat. Aber ich glaube, die Gäste schwören sich daran nicht. Wenn das Geschmackserlebnis dementsprechend ist, dann so. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen zu viel Masse gehabt. Das reicht mir jetzt auch eigentlich auch dicke. Da könnt ihr, wenn ihr habt, dann ein bisschen so geschälte Tomaten dazu machen und habt da eigentlich auch schon eine nette Soße zum Pasta-Gericht für am nächsten Tag. Okay, Texas Chili House, Chili mit Schwarzbier und dunkler Schokolade. Okay, also man gibt ja Rezepturen auch von dem Chili con Carne zum Beispiel, wo Leute Schokolade reinmachen oder so. Selber habe ich es noch nicht ausprobiert, aber wäre mal eine Variante. Texas Chili House, okay. So, das ist das, was mir dann auf jeden Fall schon hat sich gemeldet, übrig bleibt. Das werden wir dann gleich hier reinpacken. Das ist, was wir auch mal das nächste Mal machen. Wir haben ein sehr tolles Chili-Rezept. Kochen wir mal Chili con Carne. So, nichts verkommen lassen. Hä? Also sowas mag ich ja ganz gern, so geröstetes Hackfleisch da mit so ein bisschen so leckeren Schweinereien mit dazu. Tolle Sache. So. Jetzt da. Unseren Käse dazu. Boah, hat schon ganz schön Dampf. Den Paprika da, diesen ungarischen Tomatenpaprika. Nein, das ist Tomatenmark, so muss ich sagen. Ein bisschen unterschätzt. Da gibt es auch zwei Varianten. Die Frau hat da zwei verschiedene eingekauft. Eine wirklich hot und die andere ein bisschen milder. Und das war, glaube ich, hier wirklich diese richtig hotte. Aber Familie ist gern scharf. Also dürfte es jetzt kein Problem darstellen. In der Zeit, wo die Pizza jetzt in den Ofen geht, jetzt habe ich noch ein bisschen Gouda. Werden wir uns unserem Sauerrahm-Topping oder Dip, wie gesagt, egal wie wir es jetzt nennen wollen, dann kümmern wir noch. Das ist ziemlich schnell erledigt. So, das Ganze wird jetzt nicht mehr so lang gehen. Ich möchte an der Stelle vielleicht ganz kurz schon mal anmerken, so zu meinem Schlusswort, was ich immer so von mir gebe, für Leute, die heute das erste Mal dabei sind und sagen, das ist toll hier, die Streams, was ich so mache. Kein Stream. Dicklegem! Ja, toll! Ja, schöne Grüße nach Rom! Super! Toll! In Rom, schau mal an! Super! Genau, für Leute, die heute zum ersten Mal zuschauen und den Stream in Zukunft nicht verpassen wollen, wäre super cool,
Wenn ihr mich auf Folgen setzt, ist es oben einfach nur den Button drücken. Ihr verpflichtet euch nichts damit. Das Einzige, was für euch positiv ist, ihr kriegt immer eine kurze E-Mail zugeschickt, wenn ich live bin. Und durch das würdet ihr keinen Stream mehr verpassen. Also wäre super cool für die, die es noch nicht gemacht haben, das, wenn sie das tun würden. Die mehr über mich erfahren wollen, ihren Kanal runterscrollen. Kurzer Lebenslauf ist drin. Die ganze Hardware, was ich im Einsatz habe zum Streamen, ist drin. Das kann da anklicken. Das habe ich verlinkt zu YouTube, zu Amazon. Seht ihr gleich auch im Bild, was es im Detail ist. Für Leute, die ein bisschen interessiert, was ich in der Arbeit mache, da gibt es auch eine Rubrik. Das könnt ihr auch anklicken. Da wird auf Facebook verlinkt, mein Kanal. Da seht ihr dann Bilder von meiner Arbeit, wo ich verschiedene Sachen herstelle und hergestellt habe. Wenn es interessiert. Hier, Cäsar, genau. Das hätte ich ja fast vergessen mit das Wichtigste. Cäsar, vielen, vielen Dank. Ihr könnt natürlich die ganzen Rezepte oder das Rezept von heute, die Rezepte von allen Streams, die ihr findet, einmal die hier noch auf dem Kanal zu finden sind. Oder wenn ihr ein bisschen runterscrollt, da habe ich einen Link zu meinem YouTube-Kanal. Da sind auch alle Streams, die ich gemacht habe, hochgeladen. Wie gesagt, alles, was euch interessiert, an die E-Mail-Adresse, die jetzt gerade eingeblendet wurde, könnt ihr eine E-Mail schicken. Im Betreff bitte Rezept reinschreiben. Dann wird es bei mir im Eingang gleich sortiert und ich weiß, aha, es geht hier um Rezepte, alles Twitch-Angelegenheit. Und in die E-Mail als solches halt kurz reinschreiben, um welches Rezept es geht. Käsespätzle, Kaiserschmarrn oder Kaiserschmarrn-Käsespätzle, Pizza-Taco, Taco-Pizza, also mache ich gerne. Oder eben YouTube ist hier eben, und wenn ihr den Kanal, wenn ihr das macht, den Kanal vielleicht noch abonniert, würde ich mich super freuen. Die Rezepte, ich habe hier eins Hand, das zeige ich euch jetzt gleich. Das ist jetzt ein Rezept, was ich zuerst gedacht habe, was ich heute machen wollte. Aber dann, nachdem ich meine Unterlagen durchschaut habe, habe ich gesehen, dass wir das schon gekocht haben. So, die Rezepte, die sind eigentlich alle so aufgeführt, dass wenn jetzt euch zum Beispiel, das war jetzt eben Tortillas, also diese Tacos, wie man in Mexiko dazu sagt. Ja. Nee, aber das wäre Rensen, ciao, da bin ich noch nicht so weit, aber das wäre auch noch eine gute Idee, Rensen, was du hier gerade machst, ja, gleich hier mit dem Mod-Befehl, dass wenn jemand Ausrufezeichen YouTube eingibt, meine, das ist was mir tolle Idee gebracht, Rensen, aber da bin ich noch ein bisschen zu doof dazu, einfach um das mal klar auf den Nenner zu bringen, das habe ich noch gar nicht gedacht. Also das war eben das Rezept, Tortillas mit Hackfleischfüllung, wir haben die Tortillas selber gemacht. Die Hackfleischfüllung war so ähnlich wie das, was wir heute gemacht haben. Das Ganze haben wir überbacken mit einer Guacamole-Dip. So, wenn jetzt euch das Rezept interessiert, aber nur weil ihr jetzt gerne diese Guacamole gekocht, nachkochen wollt. Wir haben das alles so aufgeführt, eben nur hier steht zum Beispiel die Guacamole, was ihr alles einkaufen müsst. Wie stellt ihr die Guacamole her? Das sind alle Rezepte aufgebaut, wenn ein Rezept aus mehreren Produkten entsteht, also aus Fleisch, aus einer Soße und aus einer Beilage. Und euch jetzt nur zum Beispiel die Soße interessiert oder die Beilage, gleich einen Überblick bekommt, was müsst ihr einkaufen, um die Soße herzustellen zum Beispiel und wie geht es. So sind alle Rezepte aufgebaut, könnt ihr eben gerne anfordern. So, dann eben der Sonntag, der 7. Oktober. Schieben wir mal das mal in den Ofen rein. Sonntag, 7. Oktober ist dieser Giveaway-Stream. Ich sagte, bei 250 Follows machen wir einen Giveaway-Stream. Haben wir, glaube ich, jetzt vor das letztes Mal erreicht. Giveaways wird selbst Gewürze gegeben, die ich selber herstelle. Gewürzmischungen sind es eigentlich eher. Der Freitag, am Sonntag kochen wir, ich schalte mal nochmal um. Sonntag kochen wir auf jeden Fall, was eben auch letztes Mal an. Angeregt worden ist, muss umschalten. Nein, angeregt worden ist, ist wir sollten eine Pesto machen, genau. Also wir machen jetzt Sonntag eine Basilikum, Pinienkern, Parmesan, Olivenöl Pesto. Ja, dazu machen wir Pasta. Ob es jetzt Tagliatelle werden oder Spaghetti, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden wir die Pasta selber machen. Das eben am Sonntag, dann nächste Woche Freitag, der Stream fällt auf jeden Fall aus, weil ich, wie vorhin schon mal kurz erzählt, habe ich den letzten Einsatz bei einer Catering-Firma. Ich habe ja, wie gesagt, das wissen viele auch schon bereits.
habe ich irgendwie kurz vor Chat geschaut, was gelesen. Genau, ja, also ich habe eine Zeitarbeitsfirma angemeldet oder ein kleines Gewerbe nebenhin. Habe eine Zeitarbeitsfirma, wo ich mein eigener Angestellter bin. Mache so Küchenchefvertretung, Urlaubsvertretung und arbeite schon seit vielen, vielen Jahren mit einem Caterer zusammen, wo ich auch mal tätig bin. Und da habe ich jetzt für diesen Sommer, in diesem Event, der ging jetzt wie gesagt alle 14 Tage, außer im August, da waren es 3 Wochen Pause, immer Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und da habe ich jetzt nächste Woche meine letzten 3 Tage Einsatz und dann bin ich mit dem Caterer erst wieder zu den Weihnachtsferien auf dem Christkindlmarkt tätig. Tipp, Lady, bei Giveaways bin ich raus. Wie muss ich das verstehen? Kein Bock drauf oder was? Oder nicht da? Oder so, genau. Und wenn wir dann hier das Streamende haben, wäre es vielleicht schön von euch, nur ganz kurz im Stream zu bleiben. Ich würde euch irgendjemand anders weiterleiten, dass er da vielleicht kurz Hallo sagt. Das wäre ganz, ganz lieb noch von euch. Mehr Chancen wie ein Rensen. So, für unseren Sauerrahm-Tipp habe ich, jetzt muss ich auf die Uhr schauen wegen unserer Pizza. Da geht es jetzt einfach darum, dass der Käse schön verläuft und das Ganze ein bisschen heiß wird. Mehr geht es jetzt darum nicht mehr. Da ich hier jetzt ein bisschen Creme Fraiche noch offen habe, will ich die jetzt zuerst verarbeiten. Ah, schade, Lady. Schade, schade, schade. Genau, Uhlenspiegel. Und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache das schon seit 6 Jahren. Für mich persönlich ist das einer der schönsten Christkindlmärkte in München. Das ist an der Münchner Freiheit, wenn du hier ein bisschen auskennst. Und vor allem, da sind wirklich Gastronomen und dann sind wirklich nur Künstler zugelassen, die wirklich auch selber ihre Produkte herstellen. Also du kriegst keine Socken zum Kaufen, keine Pfannen oder sonst irgendwas, keine Hosenträger. Ganz, ganz tolle Sache. Also wirklich. Und ohne Übertreibung auch, da kriegst du einer der besten Glühweine, die wird wirklich selber gemacht, der Rotwein gekauft, wird eingekauft, also ist nicht so irgendwie Flaschen oder was erwärmt. Super, super Rotwein. Ja, Rotwein, Glühwein. Wirklich. Kannst du gerne mal vorbeischauen, lade dich gerne mal auf den Shoppen ein, wenn du wirklich da in der Nähe bist. Das finde ich persönlich ganz, ganz super Sache. Ich habe jetzt hier, weil ich eben ein bisschen Creme Fraiche habe, nehme ich hier ein bisschen Creme Fraiche und mische das Ganze mit saurer Sahne. Das können wir jetzt auch leicht mit Salz und Pfeffer würzen, aber da müssen wir nicht viel, also nicht das groß würzen, weil wir heute, also beziehungsweise heute, unseren Pizzabelag durch das ungarische Paprikamark schon ganz schön Schärfe im Spiel haben. Das Ganze soll jetzt aber, ja, wie soll ich sagen, von der Konsistenz her eher mehr flüssig sein als fest. Das ist mir fast schon, jawohl. Ja, das passt schon so. Also, das ist okay so. Also, habt ihr sehen, es darf so ein bisschen vom Löffel fallen, nicht so schnell. Dann hat es eine gute Konsistenz. Das können wir jetzt nachher, wer möchte, auf die Pizza machen. Oder ihr gebt ein kleines Schälchen dazu und jeder dippt es selber oder macht sich dementsprechend das dann auf die Pizza drauf oder auch nicht, falls jemand das nicht möchte. Genau, Lady, genau an meine Zweitlieblingstochter oder an einer meiner Lieblingstöchter, so müssen wir es ja sagen, an einer seiner Lieblingstöchter kann ich es dann schicken. Genau. Genau. Art of Sauserhaus. Hallo, schön, dass du reinschaust. Lady, das machst du, genau. Die haben bestimmt riesen Spaß mit mir, oder? So, Sauserhaus, wir haben heute mal eine ganz was Außergewöhnliches, eine Taco-Pizza, die bereits schon im Ofen ist. Also ich persönlich habe die vor ein paar Tagen das erste Mal gesehen. Da hatte der Sohn, hat die irgendwo aus dem Internet, YouTube-Kanal, habe ich gesagt, das könnte man das Rezept auch ein bisschen optimieren. Der hat es letztes Mal schon gemacht, der Sohn, und ich habe das jetzt versucht, heute ein bisschen optimieren. Ich persönlich finde es eine ganz tolle Variante, eben wenn er mal irgendwas im Hals ein Schlückchen trinken, wenn ihr mal nur ein paar Gäste habt, die mal vielleicht jetzt irgendwie auf den Drink vorbeikommen oder so, ist das mal ein schönes Gericht. Oder was trinke ich jetzt? Gut, die 5er. Doch, muss noch ein Schluck Wasser sein.
hier einen Schluck trinken. Das Laserhaus, oder wie spricht sie das? Art of Laserhaus. Wir haben am 7. Giveaway-Stream, schau mal, dass du das einträgst. Wäre super cool, wenn wir da richtig tolle Truppe zusammenkriegen. Lady, das ist natürlich hart, ja. Okay, ja, da müssen wir uns was anderes überlegen. Hey, du, ja? Am Sonntag, den 7. Oktober, machen wir Giveaway-Stream. Hatte ich ja angesprochen, bei 250 Follows, die wir überschritten haben, dass wir einen Giveaway-Stream machen, mit ein bisschen Vorlauf, dass auch wirklich jetzt immer wieder zuschauen schon, also auch alles mitbekommen. Und Ratiofarm, ja, wir können ja ein bisschen Klosterfrau Melissengeist vielleicht mit einstreuen oder sowas. Ja. Wie Fury, so Laserhaus, okay, ganz einfach wie Fury. Okay, na, wäre super cool, wenn wir da eine nette Truppe sind, du. Wir richtig Spaß haben könnten zusammen, würde mich richtig freuen. Und ja, wie es jetzt genau im Detail laufen wird, weiß ich noch nicht. Ich suche halt immer vielleicht noch einen tatkräftigen Moderator, der ein bisschen mit Mobot umgehen kann und da in gewissen Spielen, wo wir da dann vorbereiten. Ja, also es würde um die gleiche Uhrzeit auch 18 Uhr so angedacht. Müssen wir mal schauen, wenn viele jetzt da so jetzt in dem Stream sagen, 18 Uhr ist zu früh, vielleicht könnte man das so auf 19 Uhr verschieben. Also da sind wir ziemlich offen, da irgendwo einen Punkt zu finden, wo wir so viele Leute mit reinpacken können, wie es irgendwie geht. Ja, und wie jetzt zum Beispiel jetzt so irgendwie so Fragen aus den Streams da mit einstreuen. Also gedacht ist meinerseits, dass wir gleich zum Anfang des Streams das erste Giveaway gleich rausgeben, halt auch um damit so ein bisschen als Hintergrund. Oder dass so viele Leute wie möglich schon von Anfang an dabei sind. Oder wir sagen, ab 20 Zuschauer gibt es das erste Giveaway und dann in 20 Minuten, halbstündigen Rhythmus machen wir immer irgendwas. Ja, cool, ja. Die Lady wäre ja 20:45 Uhr. Ja, vielleicht können wir ja da 12 Uhr einen Stream machen bis 12 Uhr oder irgendwie sowas. Also da lassen wir noch irgendwas einfallen. Also wie gesagt, wäre richtig cool, wenn wir da so viel wie möglich von meinen Followers irgendwie da wären. Muss ich mal kurz nach meiner Pizza schauen. Ja, die hat es glaube ich auch schon, oder? Jawohl. So, wie gesagt, da geht es nur darum, dass der Käse dann verläuft. Und die Produkte, die kalt sind, dass die halt dann heiß werden. Ja. So, Pizza wäre jetzt in diesem Sinne eigentlich fertig. So. Ihr könnt jetzt eben hergehen, so wie es ich mache. Einfach das so ein bisschen so dippen oder toppingen. Oder wie gesagt, ihr stellt es dann einfach am Tisch mit dazu und die Gäste sollen sich diesen Sauerrahm. Das ist halt das Tolle, das Ganze ist jetzt, hat eine gewisse Schärfe und die Kühle von dem, weiß ja auch, wenn man was scharf isst und was kühl dazu trinkt, oder dann nimmt es erst in dem Augenblick wiederum ein bisschen die Schärfe. Wie gesagt, Sonntag machen wir zum Beispiel Kunst aus dem Schlachthaus. Art of Slaughterhouse. Okay, mein Englisch ist leider nicht so gut, ja, aber danke für die Aufklärung. Nächster Stream, Sonntag 18 Uhr. Wir machen Basilikum-Pesto und machen da selbst irgendeine Pasta dazu, ob Spaghetti oder diese dünnen Bandnudeln, sprich Tagliatelle werden, muss ich noch zeigen. So, für heute ist jetzt das hier unsere Taco-Pizza. Also wie gesagt, wäre lieb, wenn ihr wirklich so lange bleibt, bis ich euch weiterschicke zum anderen Streamer, da plötzlich kurz Hallo sagt. Und dann, wenn er dann rausgeht, ist es kein Problem. Wäre wirklich lieb. Cäsar kommt vorbei, 384 Kilometer. Ja, bis dahin, da mache ich das Ganze nochmal ganz frisch für dich. Also finde ich mal wirklich eine super tolle Idee. Um das zum Portionieren empfiehlt sich jetzt irgendwie eine Schaufel oder sowas, so ein Bratkartoffelwender, sage ich mal, wo man unten reinfährt
und so vielen wie möglich dann versucht, einfach geschlossen auf den Teller zu bringen. Am besten isst man es mit Löffel, ja, oder mit Löffel und größere Tacos, je nachdem, dann mit der anderen Hand noch dazu. Ich finde es mal super eine Alternative. Ich habe es letztens, wie gesagt, beim Sohn probiert, war super lecker, dass ich mir das gedacht habe, das streame ich doch einfach mal. Und von dem Belag her ist es für euch auch so weit offen, macht das, was ihr gerne esst. Ihr könnt Champignons dazu machen, kein Fleisch, Wasser im Kühlschrank habt, da seid ihr ziemlich offen auch. Ja, wie gesagt, Leute, ich schicke euch jetzt gleich weiter noch. Wäre eben, wie gesagt, nett, wenn er noch kurz bleibt. Ansonsten möchte ich mich bei allen bedanken fürs Zuschauen, für Leute, die ich leider jetzt nicht persönlich begrüßt habe im Chat. Tut mir leid. Einfach übersehen, überlesen. Tut mir leid. Wird mich super freuen, wenn wir uns am Sonntag eben sehen könnten. Sonntag 18 Uhr. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes, super Wochenende. Und ansonsten auch einen guten Start in die neue Woche. Also ich würde jetzt euch, wie gesagt, weiterschicken. Da ich bloß mal nur kurz an wen ich euch weiterschicke. Ich habe hier mal was vorbereitet in der Zwischenzeit, sagt man doch so schön. Ich habe mal in der Zwischenzeit was vorbereitet. Wie ihr wisst, oder einige wissen, bin ich ja auch jetzt bei den deutschen Kreativstreamer dabei. Und das sehe ich gerade. Ich kann leider wieder den Namen nicht gescheit lesen. Das ist die Triana oder so ähnlich. Ja. Die streamt gerade. Und die würde ich euch jetzt gerne weiterschicken. Dazu brauche ich nur schnell den Namen kopieren. Dann werde ich. Hoppala. So, Steuerung, Copy. Jetzt brauche ich hier mein Twitch wieder, mein OBS. Nein, ich brauche Twitch. Da, wo bin ich denn? Mein Twitch-Chat. Hier ist er. Also, jetzt brauchen wir hier Bash, Host, Steuerung V. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Was ist denn der immer hier mit meinem Passwort, hier, der Pausenclown da? Ich schaue mit meinem Passwort. Der da immer rummeckert. Und immer hier wie diesen neuen Token anfordert. Bin ja gespannt, ob ich es noch hinkriege. Da. Seht ihr mal, wie wichtig ist, dass ich einen Moderator habe, der solche Sachen für mich mal ein bisschen übernimmt. Da. So, jetzt muss ich schnell den Code eingeben. 735 8655. Token bestätigen. Schauen wir mal, was er sagte da. Bin gespannt, ob es funktioniert. Ah, jetzt da. Machen wir hier nochmal. Ah, okay, es hat anscheinend funktioniert.